So, wir haben uns gerade mit Jaco gefragt, warum gibt es so wenig oder fast gar keine Bodybuilder mehr, wie so diese Oldschool-Hardcore-Typen, so wie meine Wenigkeit, meinetwegen, oder sagen wir mal Rühl, Armin Scholz fällt mir da ein, Thomas Scheu fällt mir da ein, so eine Freaks halt, ne? Warum gibt es sowas nicht mehr? Die meisten Leute, die gehen ins Fitnessstudio. Also für mich wäre das verschenkte Zeit. Ich sehe das aus meiner Perspektive jetzt nur. Ich versuche doch, wenn ich meinen Körper entwickeln will, den maximal zu entwickeln und nicht nur so ein bisschen hübsch auszusehen. Da hat mir Jaco gerade gesagt, ja, die meisten Leute, die legen halt keinen Wert mehr darauf. Und das ist out. Und wie kann denn so ein extrem ausgeprägter Körper out sein? Das hat doch nichts mit in und out zu tun. Das mache ich doch für mich persönlich. Ich mache das doch nicht für irgend so einen Hans oder damit meine drei Nachbarn sagen, oh, guck mal, der ist aber ein Fiederkalber. Das interessiert mich doch komplett einen Scheißdreck, was die Leute von mir denken. Ich mache das doch für mich, weil ich einer der Besten der Welt sein will oder zu dieser Liga gehören möchte oder überhaupt einen Auftrag habe, einer der Besten der Welt zu werden, ne? Deswegen mache ich doch den Sport und ich lege doch nicht so viel Herzblut rein und fresse ja, die Supplemente rauf und runter und quatsche eine Kamera mit einem schönen Seitenscheitel und dann wiege ich 85 Kilo und denke, ich bin Terminator. Was ist mit den Leuten los? Also ich persönlich verstehe das nicht, warum man keine Muskeln mehr möchte. Oder ist das Niveau so weit gesunken, dass die Leute sich sowas gar nicht mehr vorstellen können. Die gute junge Generation kann ich verstehen, die kennen das aus den Magazinen oder beziehungsweise von irgendwelchen Online-Meisterschaften oder Online-Übertragungen von den Meisterschaften. So eine Monster wie den Roddy Winkler oder so eine Leute, das ist, glaube ich, für die ganz Lichtjahre entfernt. Aber der ist ja auch nicht so auf die Welt gekommen. Ne? Hat er nur noch wahrscheinlich noch eine brutal gute Genetik und gibt da alles rein. Aber wenn ich ins Gym gehe 5 Tage die Woche, dann versuche ich doch wirklich alles rauszuholen aus mir. Also junge Athleten schreiben mich an und fragen, wie sie am besten jetzt Grundmuskeln aufbauen ohne Hokuspokus, Fidibus, mein Lieblingswort. Das kann man ganz einfach zusammenfassen und sagen, bezieht euch auf Grundübungen. Das heißt, Grundübungen sind Freigewichte, Langhanteln sowie Kurzhanteln, Bankdrücken, Kniebeuge, Schulterdrücken, auch im Stehen, Hantel umsetzen. Also im Stehen wie die Gewichtheber umsetzen, oben ausdrücken. Das würde ich den jungen Athleten empfehlen, aber kontrolliert halt auszuführen, sich dann kontinuierlich zu steigern, nicht mit der Brechstange arbeiten. Ich weiß, man ist immer ungeduldig, möchte gerne die Woche drauf schon 10 Kilo mehr wieder drücken wie die Woche zuvor. Da muss man halt ein bisschen Geduld haben, man kommt ja auch auf Plateaus, es geht ja nicht ständig die Kurve nach oben. Und dann darf man auch nicht enttäuscht sein, auch von Rückschritten darf man nicht enttäuscht sein. Das hat dann sicherlich alles Ursachen. Zu viel gemacht, zu wenig gemacht, Ernährung stimmt nicht, dies, das, jenes. Also wie gesagt, man muss auch schon eine ganze Portion Geduld mitbringen in dem Sport, weil Muskeln entwickeln sich langsam. Das sind ja biochemische Vorgänge im Körper oder biologische Vorgänge im Körper. Beim Anfänger sollten es nur biologische Vorgänge sein. Den Körper dann wachsen lassen. Man muss ja auch, man darf ja nicht vergessen, Bänder und Sehnen, das muss sich ja alles mitentwickeln. Arbeitet mit eurer Muskulatur, dann wächst eure Muskulatur. Ihr seid keine Powerlifter, ihr seid Bodybuilder. Wenn ihr Powerlifter sein möchtet, dann müsst ihr anders trainieren. Powerlifter sein ist geil. Ne, stark sein ist auch geil, aber man kann halt auch als Bodybuilder stark sein. Bloß dann muss man das wirklich über sein Muskelvolumen versuchen zu bewegen, die Gewichte. Und das ist weit, weitaus anstrengender, wenn man keine Schnellkraft und keine Technik jetzt oder die weitestgehend rausnimmt zum Anfang, wirklich Grundkraft sich aneignet. Das kommt dann später mit den hohen Gewichten automatisch, dass man auch mal abfälscht, dass man dies macht, das macht. Aber für die Anfänger Grundübung langsam, sauber, kontrolliert. Und am besten, wirklich am schlauesten ist, wenn ihr euer Training oder
einzelne Sequenzen von eurem Training filmen lasst und euch die hinterher anguckt und dann analysiert, sieht das gut aus, sieht das nicht gut aus, ist das korrekt, ist das nicht korrekt. Viele haben ja immer noch den Irrglaube, dass im Gym der Muskel wächst, weil er dann gepumpt ist oder angeschwollen ist durch den Pump. Der Muskel, der wächst nachts, wenn ihr schlaft. Und wenn ihr zu wenig schlaft, dann werdet ihr euch nicht optimal entwickeln können. Da gibt es jetzt auch keine Faustregel, aber ich habe es damals so gehalten, ich habe 8+1 geschlafen, also 8 Stunden versucht am Stück. Und dann nochmal tagsüber nach dem Training oder so eine Stunde geruht, eine halbe Stunde, Stunde, dass der Körper nochmal kurz zur Ruhe kommt. Weil in den Ruhephasen, da werden die Nährstoffe bereitgestellt, da schüttet das Gehirn wichtige Hormone aus, unter anderem die Wachstumshormone. Und das ist, wie gesagt, ganz wichtig, dass wenn ihr genügend Schlaf habt und natürlich tagsüber vernünftig gegessen habt, dass diese Kombination nachts im Körper auf den Reiz, den ihr beim Training gegeben habt, bereitsteht, um die ganzen Sachen zu reparieren mit dem Paket von Nährstoffen. Das klatschen die dann an die Muskeln ran, die ihr verletzt habt. Weil jeder, wie ihr wisst, Muskeln werden ja verletzt beim Training, dadurch wachsen sie ja durch die Reproduktion. Also wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, ruht euch genügend oder versucht euch genügend auszuruhen. Das ist ja durch Arbeiten gehen und so nicht immer möglich. Aber das ist mein Tipp, wie es funktioniert. Ich kann euch nur sagen, wie es funktioniert, wie ihr das dann selber auf die Reihe kriegt. Ich kann nicht dafür, wenn ihr 12.000 Schichten machen müsst oder dies oder das oder tralala, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber dann kann man auch nicht erwarten, dass man ein Riesenmonster wird. Ne? Also die richtigen Leute, die haben einen Vertrag, sowas früher, und dann konnten die sich den ganzen Tag auf ihren Sport konzentrieren. So, das ist nicht allen möglich, aber ich rate es euch nur an. Der Muskel wächst nach Ruhe, also versucht nicht nur zu feiern und zu machen und, dann auch zu pumpen. Dann werdet ihr alle hart sein irgendwann, aber keine Muskeln haben. So, dann seht ihr sowas wie Jaco. Das ist der typische Party-Bodybuilder. Aber ich gehe überhaupt nicht auf Party. Ja, ist egal, trotzdem siehst du aus wie einer. Ich sehe aus wie einer von der Tour de France. Und dann möchte ich noch was sagen an die Damen. Der Jaco sucht ganz dringend eine Freundin. Der dreht auf St. Pauli immer fast durch. Der arme Kerl, bitte. Vielleicht können wir auch mal sammeln für eine, die sich da herablässt, mit ihm noch ein paar Tage zu verbringen. Ja, auf jeden Fall eine, die aufs Punchfisten steht. Oh Gott, Alter. Also, um das mal abzukürzen, ich sehe das so, das sind die ganzen Theorie-Bodybuilder. Sicherlich haben sie damit recht, im Whey-Protein ist BCAA drin. Auch sicherlich für Autonormalverbraucher genügend und ausreichend. Aber ein Leistungssportler, der hat doch einen viel, viel größeren Nährstoffbedarf. Und unter anderem auch an BCAAs und den Inhaltsstoffen davon. Und um die Proteinsynthese ständig so extrem hoch zu halten, was ja auch teilweise durch die Chemie mit unterstützt wird, die Proteinsynthese, muss man natürlich auch dementsprechend die Nährstoffe zuführen. Und BCAAs haben früher funktioniert, die funktionieren heute immer noch. Werft die bitte nicht weg und kauft die auch weiterhin. Und konsumiert, also nehmt die auch ein, weil BCAAs ist, gehört zu den Basics. BCAAs und Glutaminsäure, das sind die Basics an Supplements plus Whey-Protein dann. Das gehört zur Grundausstattung eines jeden Bodybuilders, bin ich der Meinung. Und wenn die ganzen Theorie-Bodybuilder dann rumkrähen, also ich will keinem zu nahe treten, aber sagen, ja, das braucht man nicht und das ist überflüssig, das sehe ich komplett anders. Die Leute sind doch mit den Teilen gewachsen. Lasst euch da nicht immer diese Neuheiten Neuheiten aufschwatzen lassen, ist das eine, aber alte Sachen dann schlecht sprechen oder kaputt sprechen, dass die nicht mehr funktionieren, die jahrelang funktioniert haben, das sollte man dann weglassen. Das will ich damit sagen. Ich bin auch für neue Sachen. Neue Sachen sind teilweise besser abgestimmt, weiterentwickelt und. Ich bin ja nur keiner, der im letzten Jahrhundert lebt oder so. Das war es dann schon wieder gewesen mit meinem Filmchen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit, konntet wieder ein bisschen was draus mitnehmen. Waren ja nicht ganz so viele Sprüche drin, aber kommt wieder.
Ich habe Tagesform. Schreibt mal vor allen Dingen in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Aber jetzt schreibt nicht, wir wollen Jacko nackig sehen oder so eine Scheiße. Den will nämlich gar keiner sehen in Wirklichkeit. Deswegen steht er auch hinter der Kamera. Nee, gebt uns mal ein paar Anregungen über ein paar Themen. Und wenn da sinnvolle Sachen dabei sind, dann gehen wir auch gerne drauf ein, auch auf die Frage-Antwort-Geschichte. Da arbeite ich gerne mit euch zusammen. Schreibt mir eure Fragen, die greifen wir wirklich auf und werden die dann auch abarbeiten, Step by Step. Wie gesagt, insofern sie Sinn machen und vernünftig sind und sich auf den Sport beziehen, wenn es geht. Und ja, dann werden wir alle in Zukunft eine Menge Spaß weiterhin haben. Bleibt so hübsch, wie ihr seid oder auch nicht. Sportfrei in diesem Sinne. Jacko, mach aus.